Das Verständnis, was Kunst ist oder nicht, hat sich über die Jahrhunderte verändert. Spätestens die weltweit größte Kunstausstellung für moderne Kunst, die Documenta in Kassel, hat der Kunst eine neue Definition gegeben. Kunst ist, was Menschen als Kunst verstehen. Bei der Fotokunst kommt es auf das Motiv, den Ausschnitt, die Perspektive und die Lichtsituation an. Neben diesen Kriterien reicht es, wenn ein Foto gefällt. Fotokunst ist nicht Abbild der Realität, sondern setzt diese in Szene. Kunstwerk ist kein fertiges Produkt, was vielleicht noch irgendwelchen Normen unterliegt oder es wird zertifiziert. Eigentlich muss man davon ausgehen, was hat derjenige, der ein Bild gemalt hat, entworfen hat, was hat der für eine Intention? Was Emotionen auslöst oder Erinnerungen weckt. Das ist für mich ein gutes Foto, wo jeder was mit anfangen kann. Oder nicht jeder, sondern fast jeder was mit anfangen kann. Manfred Koseler ist Fotokünstler. 1956 in Aalen geboren und aufgewachsen, hielt er mit 5 Jahren die erste Kamera in der Hand. So mit 5, 6 Jahren muss das gewesen sein, hatte ich so einen viereckigen Kasten in der Hand, wo noch so ein langer Auslöser drauf war. Und da habe ich so die ersten Fotos mitgemacht. Und nachdem ich dann so lange gequengelt hatte, habe ich mir dann mit 9 Jahren mit Hilfe von Taschengeld dann den ersten Fotoapparat gekauft. Damals hieß das noch Fotoapparat, heute wäre das ein Spielzeug. Seine erste Ausstellung hatte er in einem Schnellimbiss in Körbicke am Möhnesee. Weitere Bilderschauen folgten im Sea Life Center in Oberhausen, am Trafohäuschen der Stadtwerk am Alten Hof im Rahmen der Reihe Bürgerartig und im St. Franziskus Hospital seiner ehemaligen Arbeitsstelle. Ich denke, man muss wirklich zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Egal ob bei der Unterwasserfotografie, der Fisch hält ja nicht still, nur weil ich gerade ein Foto machen will. Wenn ich jetzt einen Regenbogen einfangen will, muss ich auch zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein. Und wenn ich an die Streetfotografie denke oder Porträtfotografie, da kann ich auch nicht erst fragen, obwohl man es vielleicht oft sollte, aber da mache ich das Foto und dann ist es im Kasten. Seit Dezember 2020 stellt Manfred Koseler seine Fotos in den Fluren der Aalener Stadtbücherei aus. Ich kenne Herrn Manfred Koseler schon etwas länger. Irgendwann hatten wir einen Kontakt, wo wir mal konkret über ein Ausstellungsprojekt gesprochen haben. Und irgendwie hat es sich nie ergeben. Ja, und dann musste leider erst Corona kommen, bis wir es verwirklichen konnten, weil ich einfach dem Manfred Koseler gesagt habe, pass auf, es könnte sein, dass wir deine Ausstellung endlich unters Volk bekommen und wir endlich so eine Art Besuchsmöglichkeit eröffnen, hier im Hause, in der Stadtbücherei. Aber ich kann dir nicht sagen, wann es losgeht. Und es wird auch keine Vernissage geben können. Aber die Chance, dass sich Menschen deine Bilder anschauen, die ist sehr groß. Und so habe ich ihm einfach gesagt, häng schon mal in der Stadtbücherei auf. Die Öffnung kommt dann später. Und das hat er dann konsequent umgesetzt. Und wir haben dann den passenden Augenblick abgewartet, als wir dann auch kommuniziert haben, ja, der Manfred Koseler, der ist in der Stadtbücherei zu sehen. Besucher der Bibliothek haben die Möglichkeit, über 30 Fotografien des Aalener Fotokünstlers zu den Öffnungszeiten der Bücherei zu bewundern. Zu sehen sind ganz unterschiedliche Fotografien mit Motiven unter und über Wasser. Der Anlass war die Freibaderöffnung, das muss vor 10, 15 Jahren hier im Aalener Freibad gewesen sein, Anfang Mai. Da war es noch ziemlich kalt. Ich habe zu meiner Frau gesagt, ich gehe ins Schwimmbad. Sagte, was willst du da? Ja, ich habe einen Fotoapparat mit, der bis 3 Meter wasserdicht war. Ich sage, mal gucken, was mir da so vor der Linse schwimmt. Und dann war dieses Mädchen, was da nach dem Ring immer getaucht hat. Und ich habe sie dann auch vorher gefragt, ob ich denn das Foto machen darf. Und wie man hier hinten sieht, ist ganz schwach noch der Vater und der Onkel, der mit war. Und wir waren als einzige 4 Besucher in dem Freibad und hatten Riesenspaß. Und ich habe ihr das nachher zur Verfügung gestellt und hat sich riesig gefreut. Das Foto ist bei einem Nachttauchgang in Ägypten entstanden und zeigt meinen Taucherfreund. Und sieht ja insgesamt schon mal nicht schlecht aus. Was man wirklich erst bei näherem Hinsehen feststellt, ist, dass da auch ein Fisch drauf abgebildet ist.
Und hier endet ja der Korallenblock, hier ist der nächste. Und das ist der Fisch, der da drauf zu sehen ist. Und wenn man ganz genau hinguckt, sind das die Augen und das der Siphon. Und zeigt eine Krake. Also die kann sich so anpassen, dass man sie überhaupt nicht erkennen kann. Und das ist zum Beispiel auch die Schwierigkeit, nicht nur beim Tauchen, sondern auch bei der Unterwasserfotografie. Überhaupt Tiere in ihrem normalen Lebensraum so zu kriegen. Und deshalb ist es ein Schnappschuss. Auf das Foto bin ich besonders stolz, nicht nur wegen dem Motiv, was auf ersten Blick nicht unbedingt sofort zu erkennen ist, sondern auch vom Aufnahmeort. Nämlich das ist in 5 Meter Tiefe 100 Meter vom Ballermann 6 Strand entstanden und zeigt eine Krake, die sich natürlich verstecken will, so gut wie es geht. Und da erkennt man auch wieder beide Augen und da zumindest einen Siphon. Und das andere sind natürlich die Arme. Bei dem Foto hatte ich auch viel Glück, weil ich eben auch wieder zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort war und ich auch mit dem Auto anhalten konnte, weil auf der rechten Seite eine Hofeinfahrt war. Ja, und zeigt einfach ein abziehendes Gewitter vor im Hintergrund oder im Vordergrund, kann man sagen, schön beleuchteten, von der Abendsonne schön beleuchteten Baumreihe. Das muss so Ende September, Anfang Oktober entstanden sein. Also auch an das Bild kann ich mich gut dran erinnern. Das war in Hannover, als ich vom Bahnhof in Richtung Stadtmitte gegangen bin. Und wo ich besonders stolz drauf bin, dass ich niemanden fragen musste, weil es eben auch die Datenschutzbestimmung einhält. Manfred Kosele hat Freude am Fotografieren. Erst nur für sich. Später dann in Ausstellungen auch für andere. Er führt die Betrachter an ungewöhnliche Orte und friert interessante Einstellungen der ihn umgebenden Realität ein. Seine Fotoausstellung in der Ahlener Bibliothek findet unter Corona-Bedingungen statt. Eine Ausstellungseröffnung gab es nicht. Besucher der Ahlener Bibliothek treffen auf die Fotografien von Manfred Kosele. Der Fotokünstler freut sich über jeden, der am Betrachten seiner Bilder Freude hat.